Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's mit richtig viel Massivholz an die Maschinen ran. Ich habe hier jede Menge Fichtenbaubohlen. Aus dem Material werde ich dieses Projekt bauen. Das wird eine richtig tolle Optik geben, wenn wir das fertig bearbeitet haben. Und wenn ihr euch den zweiten Teil ansehen möchtet, dann könnt ihr in die Videobeschreibung schauen. Wenn dieser Teil auf YouTube rauskommt, könnt ihr euch nämlich den zweiten Teil jetzt schon auf WatchBetter anschauen. Wie gesagt, ist ein kostenloser Dienst, dass ihr die Videos ein bisschen früher euch ansehen könnt. Ich habe richtig Lust auf das Projekt, weil ich will meine Pendelsäge benutzen und damit geht's jetzt los. Ey, sowas hatte ich auch noch nicht gesehen. Da war eine Maus unter der Bohle und dann ist die Bohle drauf gefallen. Ich sage es euch mal. Keine Angst, ne? Die lebt nicht mehr. Aber. Uah. Also sowas habe ich auch nicht gesehen, ey. Uah. So, weil das Baubohlen sind und die teilweise echt noch relativ dreckig sind, werde ich sie erst auf dem Langbandschleifer ein bisschen schleifen. Damit ich mir meine Maschine nicht ganz schnell stumpf mache. Ich habe jetzt ganz viele Bretter, das wird bei weitem noch nicht ausreichen. Also das Projekt heute wird so viel Massivholz verschlingen. Ist aber auch nicht schlimm, weil ich will die Brikettpresse sowieso noch ein bisschen laufen lassen. Also, gerade mal hier nur kurz als Erklärung, warum ich die Bretter hier relativ schmal schneide. Die werde ich jetzt gleich alle nämlich auftrennen. Und das mache ich nur aus dem Grund, weil das hier Bauholz ist. Das Ganze hat jetzt 2 Jahre ungefähr draußen gelegen. Es wurde nicht nass, aber trotzdem draußen ist die Luftfeuchtigkeit speziell im Winter relativ hoch. Also werde ich die Teile auch, die Bohlen auch nicht nur in der Mitte aufteilen, sondern durch 3, sodass sie am Schluss ungefähr 8 cm breit sind. Wenn man mehrere Riegel, wenn man mehrere Bretter nebeneinander hat, dann ist die Gefahr eines Verzugs geringer. Weil das hier auch Zwischenböden werden, wo dann die Kisten aufgestellt werden, ist das in dem Fall von Vorteil. Wenn man sie außen am Rahmen zusammenleimen würde, wo sie sich dann sowieso nicht mir verwerfen können, wäre es jetzt nicht unbedingt von Vorteil, aber mir persönlich gefällt auch die Optik von schmaleren Streifen als Längsholz auch ein bisschen besser. Nur als Erklärung, die werden wir jetzt alle auf der Verwahrsäge einmal in 8 cm breite Streifen schneiden. Also Leute, schaut euch das mal an. Die Bretter sind fertig verleimt, wir haben einen Tag später und jetzt kann ich die hobeln. Und das ist krank. Schaut euch das an. Das sind 62,2 cm breite Bretter. Und die werde ich jetzt auf einmal hobeln. 1 mm am Stück, überhaupt kein Problem. Man könnte auch 3 weghobeln oder auch bestimmt 5. Aber das will ich hier dem Oldtimer nicht antun. Maximale Hobelbreite sind übrigens 63 cm. Würde ich sagen, let's go. Thank you.
Wir haben jetzt ziemlich aufwendig Plattenmaterialien hergestellt und die können wir jetzt mit der Flachdübelfräse miteinander verfügen oder verbinden. Also, dieses Möbel soll für sehr, sehr lange Jahre funktionieren. Das bedeutet, zu Beginn will ich hier diese IKEA Kunststoff-Organisationskisten nutzen, um irgendeinen Kram reinzulegen. Aber vielleicht sage ich ja irgendwann, na, ich habe da was anderes, ich will was anderes reinstellen, deswegen will ich halt eben nicht, dass diese Zwischenböden, dass die fest drin sind. Es ist auch viel aufwendiger, die fest zu montieren, deswegen werden wir Loch rein nutzen und dafür benutze ich endlich mal wieder seit Monaten meine Systembohrmaschine. Ich habe sie eingestellt, wir gehen zur Maschine und werden das Ganze bohren. Das ist diese wunderschöne Maschine, mit der wir das Ganze tun werden. Mit der werden wir jetzt in erster Linie diese vier Löcher, also es sind insgesamt 16 Löcher an jedem Brett bohren, damit halt eben diese Zwischenböden vier Einstellungen hoch oder halt eben runtergestellt werden können. Ich habe mir einmal die Position hier bei der 14 und einmal an der 27 markiert. Das auf beiden Seiten von der Mitte aus her entsprechend, damit das Ganze auch nicht schief drin liegt. Ich hole das Brett, hier kann man das Ganze pneumatisch betätigen. Und so funktioniert das Ganze. Ich habe ein eigenes Video drüber gemacht. Schau einfach auf dem Kanal vorbei, da findet ihr das. So, einfach hier reinlegen. Zack. Zu 27. Und zack. Einmal rumdrehen. Dieses Gefühl haben auch nicht so viele Ausrisse. Als nächstes kann ich zwei von diesen Fräsern ausbauen, denn als nächstes will ich die Löcher bohren, in die später die Montageplatte reinkommen wird vom Topfband. Und da muss ich es jetzt erstmal noch einstellen. Ohne sind es eine 50, ganz schön knapp. Scheiße. You know what? We tried out, motherfucker. Und 9. Alles mit 120 geschliffen. Jetzt wird das ganze Teil zusammengeleimt. Hoffentlich geht's auf. Boom! Halbe Stunde. Das Gehäuse ist schon mal fertig. Aber natürlich wäre das im Endeffekt über die nächsten Jahre nicht stabil genug, wenn wir das einfach nur so lassen. Deswegen habe ich hier schon was vorbereitet. Ich werde euch zeigen, was ich mache, damit das Ganze ein bisschen stabiler wird. Ich habe mir hier diese hölzernen Winkel ausgeschnitten. Die sind später... Ist das nicht im rechten Winkel? Moment. Also hier diese Winkel, die sollen hier eingeleimt werden. Wir haben hier Stirnholz auf Längsholz. Das bedeutet, hier brauchen wir unbedingt irgendwie eine Art der Verbindung, in dem Fall Flachdübel, weil sonst wird das Ganze nicht halten. Das Ganze kann ich mir markieren, kann es fräsen und kann es anschließend hier reinleimen. Wenn ihr mir so etwas macht und ihr das Ganze zum Beispiel an der Bandsäge ausschneidet, werft diese Teile hier nicht weg. Die sind ideal, um das Ganze zu verleimen. Werdet aber gleich sehen. Türen montieren im Schnelldurchgang. Dafür nehmen wir als erstes die Kreuzplatten und schrauben die einmal fest. So, die hohle Seite nach innen, würde ich sagen. Yeah.
Wir haben ein klitzekleines Problem. Ist eigentlich gar kein großes Problem, es ist einfach eine andere Herangehensweise bei dem oberen Teil. Hier unten habe ich als Zwischeneinlegeböden habe ich Multiplex benutzt. Das hatte ich noch über. Das ist auf der Unterseite nicht wirklich schick, weil das mal eine Werkbank war. Hier in dem Regal spielt es aber keine Rolle, weil man die schicke Seite oben sieht. Jetzt habe ich aber nämlich genug Multiplex hier. Deswegen werden wir die übrigen Fichtenkanteln hier auftrennen und daraus Zwischenböden machen. Das heißt, einfach das Ganze nochmal auftrennen, als Brett verleimen und dann können wir daraus halt eben die Zwischenböden fertigen. Ich hätte hier unten das Ganze auch nicht so gerne aus Massivholz gemacht, weil die Spannweite relativ breit gewesen wäre und man da auch nochmal Gradleisten hätte reinpacken müssen, dann wäre ich von meiner Höhe relativ knapp gewesen, was hier die Kisten angeht, denn wir haben hier speziell bei dem unteren Fach nicht mehr so viel Höhe, deswegen hat das hier eigentlich ganz gut gepasst, also noch ein bisschen mehr Massivholz jetzt zurechtschneiden. Ich habe schon mal so was Ähnliches gebaut, da habe ich keine Gradleisten oder generell Leiste hinten beigeschraubt an den Fronten der Schubladen und da hat sich das Ganze verzogen. Das Ganze möchte ich dieses Mal verhindern und da werde ich auch gleich was ausprobieren, denn normalerweise muss man ja dem Holz die Möglichkeit geben, dass es halt eben arbeitet. Ich habe bei uns beim privaten Schrank, der gekauft ist, solche Leisten auch gesehen, die das auch nicht haben und wo das Holz ähnlich ist. Das ist Kiefernholz. Ich denke, dass sich da das Ganze relativ ähnlich verhält. Deswegen werde ich es auch heute so ausprobieren, dass ich keine Gradleisten mache. Ist auch ein bisschen einfacher. Hier werde ich einfach ganz normale Querleisten auf das Holz aufschrauben. Dann sehe ich am besten, wie gut das auch für die nächsten Jahre hält. Für die Leute, die es interessiert, das sind Eschenleisten. Da markiere ich mir jetzt jeweils die Position. In dem Fall ist es sehr wichtig, dass wir diese Leisten fest spannen, bevor wir sie fest schrauben, weil wir sie halt eben sonst nicht wirklich gut festgeschraubt bekommen. Es ist dann oftmals so, dass das Fichtenholz ein bisschen schwächer ist und diese Rundung können wir dann nicht beiziehen, wenn wir dann nur auf die Schraube hoffen. Das hatte ich schon ein paar Mal probiert, das wird aber leider nichts. Das heißt, wir müssen das Ganze als fest spannen, dass die Schraube das Ganze nur noch in der Position im Endeffekt halten muss. Ich benutze in dem Fall die Schrauben, die sind leider ein bisschen zu kurz, aber die Schrauben, die passende Länge hätten, haben kein Halbgewinde hier oben. Die haben ein Vollgewinde bis zum Senkkopf, das will ich in dem Fall nicht, denn ich will wirklich, dass das Ganze beigezogen wird. Deswegen benutze ich die Schrauben hier. Das sollte aber trotzdem reichen. So Leute, das war bis jetzt schon alles ziemlich viel Arbeit. Natürlich ist das jetzt noch nicht komplett, weil da soll ein Oberteil noch drauf kommen, damit das Teil mal richtig schön hoch wird und das nicht einfach nur so ein Klotz ist. Das Ganze könnt ihr euch jetzt schon auf WatchBetter anschauen. Dazu findet ihr den entsprechenden Link in der Videobeschreibung. Das ist jetzt online, als auch dieses Video hier auf YouTube online gekommen ist. Deswegen, da könnt ihr euch den zweiten Teil jetzt direkt ansehen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche hier auf diesem YouTube-Kanal auch wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao.